Okay, und somit begrüßt euch die Melone ganz, ganz recht herzlich zum Magic Knight Ray Earth Gedöns Play. Oh, ich kann rennen, merke ich gerade. Ja, und dann werden wir einfach mal hängen. Alter Mann, wenn ich 500 Jahre jünger wäre, würde ich auch gegen die Monster kämpfen. 500 Jahre, alter Falter. Das ist ja auch nicht mehr schön. Ja. Gut, aber es ist ja jetzt gerade ultra spannend. Was ist denn das? Was zur Hölle ist das? Das steht einfach mal hier rum. Okay. Und das ist Gras. Die pflanzen hier Gras an. Und mit dir, Mann im Osten. Im Osten lebt jemand namens Preser. Sowas. Das ist aber. Und der ist verwirrt irgendwie. Suchst du was? Ohne Likör kann ich nicht leben. Ja. Also was die Leute hier zu erzählen haben, ist sehr interessant. Sehr interessant, doch. So, was ist du? Hast du auch Likör? Im Osten wohnt der Erschaffer Preser. Aha. Jetzt ist ein Erschaffer. Wird immer interessanter hier. Da muss ich jetzt. In den östlichen Wäldern kannst du keine Magie benutzen. Okay. Deshalb verschwand also das Flügeltier. Ah, okay. Das sieht immer so aus. Kann man hier was kaufen? Nein. Sind das Truhen? Nein. Nein. Okay. Kann man in den Kisten... Kann man hier überhaupt was machen? Es ist ja ein ziemlich episches RPG, wie ich hier sehe. Man hat so viele Möglichkeiten. Das überrascht mich sehr. Um über die Brücke im Süden zu gelangen, braucht ihr Waffen, welche aus Escudor erschaffen wurden. Hä? Was zur... Und der... Wenn ich über eine Brücke will, muss ich mir eine Waffe holen? Die Logik. Genau. Genau, Freund, mein Freund, du sagst es. Genau, ja. Okay. Und ich hab Nachrichten bekommen, wo es heißt, Magic Knight Ray Earth, das ist doch was für Mädels. Das ist doch was für Mädels. Das ist mir doch egal. Ganz ehrlich, ich spiel's auch, wenn es für Mädels ist. Ich meine, es gibt Leute, die spielen... das wollte ich jetzt nicht. Zurück. Es gibt auch Mädels, die spielen... ich laber heute Kack. Es gibt auch Jungs, die spielen Hello Kitty und Käse, ne? Also, mein Gott. Ich sag immer, wenn's Spaß macht, wenn's gut ist, wenn's wirklich gut ist, ist es egal für wen. Also, es ist geschlossen. Meine Güte. Das ist... Also, aber bisher reißt mich jetzt nicht vom Hocker. Die Leute haben episches Random Talk drin. Und die Dinger hier bisher sind nicht so interessant. Ich mache mir Sorgen um meinen Mann. Er schläft immer so unruhig, sowas. Und Mann, was machst du? Alter Mann, wie lange werden diese Tage noch andauern? Ey, sag mal, gibt's hier irgendwas? Ist dieses... Ah, halt's Maul. Ohne Witz. Ja, ja. Dein Gesicht schläft. Nein, kann ich eigentlich... Ich meine, diese Dinge hier sehen immer aus, als wie man könnte sie öffnen. Kann man sie öffnen? Kann man sie öffnen? Man weiß es nicht. Man munkelt. Man munkelt, dass man sie öffnen kann. Ja, dann würde ich... Vielleicht hier? Hier irgendwie? Also, Nee, nee. Okay, dann... Gibt's eine Karte vielleicht? Nee. Wollte ich nicht. Okay, nee, gibt's keine. Was ist das eigentlich hier? Boah, Epic Battle. Cockatrice. Leggomio sehen die hässlich aus. Und die dürften so... Die dürfen sogar angreifen. Das ist aber nicht gut hier. Was? Eins? Wie eins? Thank you.
zur Hölle? Wow, ey, what the? Was zur Hölle? Kann man die jetzt hier nicht normal besiegen? Ey, will denn heute gar nichts laufen? Es ist doch echt Feuerball. Feuerball für den. Jo. Ja, klasse, jetzt lass die doch mal in Ruhe. Genau, greif die lieber an. Mach mal Defense. So, du machst auch Defense. Und du machst Magic. Den da hinten fertig. Und bam. Was? Der lebt noch? Ich... Kack ab jetzt, ey. Du gehst jetzt mal kaputt. Ich find's reichlich merkwürdig. Naja, warte mal. Du bist jetzt aber tot. Halleluja. So, und jetzt da war. Jetzt kannst du... Was? Nix miss. Ah. Todesschlag. Was? Okay, Todesschlag? Was ist der Unterschied zwischen kritischen Schlag und dem Todesschlag? Hikaru ist ein Level aufgestiegen. Umi auch. Und Fu. Waren scheinbar starke Gegner? Weiß nicht, ich bin verwirrt. Ich weiß nur, dass ich mich heilen werde. Boah, speichern können wir auch. Ah, haben wir. Wir haben gespeichert. So. Im Osten. Nie ohne. Da, dann geht. Was? Jetzt kommen wie die wieder. Mistviecher. Hört doch mal auf, uns anzugreifen. Was ist denn hier los? Run. Weg. Tschüss. So. Im Osten. Aber über die Brücke kann man nur, wenn man Waffen aus... Blabla hat. Ne? Ich bin gerade über die Brücke gelaufen. Das ist merkwürdig. Dieses Kokosreisviech, das nervt mich so ein bisschen. Schleimies. Schleimies. Greifen wir mal so einen Schleim an. 41, reicht das? Nö, das wäre ja... So, tun wir diesen Cockatrice hier töten. Genau. So. 63, das müsste aber reichen. Nein, immer noch nicht. Okay. Die zocken wenigstens nur eins ab. Nicht, keine Ahnung wie viel. 41. Tot jetzt aber, oder? Eieiei. 143, jetzt aber tot. Halleluja. Also irgendwie sind die Gegner stärker. Massig stärker. Und aber irgend... Ich verstehe es nicht ganz. Der Kokatriz wieder. Wie viel Mana habe ich eigentlich noch? So. Okay. Miss. Miss. Mana. Feuerball zum Glück nur 3. Wow. Das Spiel ist krass unbalanced. Sorry. Aber, wow, ich glaube, das ist hier echt so sowas wie Baby-Mode. Oh, okay. Was kommt jetzt? Ein Pudding heißen die Dinge. Oder wurde das jetzt ausgeschrieben? Also, frisch, also Frosch wurde nicht ausgeschrieben, aber Pudding. Habe ich das richtig gelesen? Okay. So, dann kriegst du jetzt mal Fett ab, mein kleiner Pudding-Freund. So, wow, war ja hardcore. So, hier lebt der Erschaffer. Kann das sein? Bresias Haus. Hallo. Jemand da? Niemand. Da, gehen wir hinein. Zack, und offen. Wer hat das Tor geöffnet? Sollen wir eintreten? Vielleicht ist jemand da. Manche Dinge wären, glaube ich, besser zu verstehen, wenn man den Anime dazu kennen würde. Ja. Ist wieder hier einer dieser herrlichen
Map-Pixel-Verschwendung. Wow, nichts. Ein Raum voller gar nichts. Und da ist ein Ei und ein Papier. Oh wow. Hallo? Und noch ein Papier, und noch ein Papier, und noch ein Papier, und noch ein Papier. Oh, was? Bist du Presea? Kleffschickte Mokona. Puh. Was? Presea. Oh, ho, ho. Hab ich dich, Mokona. Endlich habe ich dich für das, was du getan hast. Puh. Hä? Puh, puh. Okay. Wer ist im Käfig? Tja. Ihr seid die Diebe, die hier stehlen. Nein. Wenn es hier was zu stehlen gäbe, ja? Nicht mal das. Nicht mal das. Ich meine, hier gibt es keine Truhe zum Ausblühen. Nichts. Nada. Puh, puh. Puh, puh. Kannst du hier auch noch was anderes hier? Ein Pokémon hier. Mokona, lass uns hier raus. Wir traten unerlaubt ein. Das ist ihre Schuld. Einfach die Tür öffnen. Offen zu lassen. Es ist ein Spezialschloss von Kleff. Bewohner von Sephiroth sind nicht in der Lage, es zu öffnen. Rennt ihr jetzt gegen das Bücherregal? Okay. Praktischer Scheiß. Und Mokona macht Pupu. Willkommen, Magic Knights. Ich soll euch Waffen geben. Waffen? Es ist mein Job, Waffen und Rüstungen herzustellen. Danke. Aber ich habe nur ein paar Bonbons. Kein Geld. Haben wir nicht gerade... Moment. Moment. Wir bekommen doch Geld, wenn wir gegen Monster kämpfen. Warum hat sie kein Geld? Vielleicht bekommen das nur die anderen, das Geld, und sie kommt die Bonbons. Was reicht schon, Mädchen? Was? Folgt mir zu euren Waffen. Was? 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 Die machen es einfach so. Fremde Leute. Oh, kommt, geh. Habt ihr Waffen? Ihr dürft mich auch töten, wenn ihr lustig seid. Also, ihr könnt hier machen, was ihr wollt, ne? Mhm, die Waffen sehen ja Hammer aus. Oh, guck mal. Wir kriegen Leuchtkugeln, damit wir die Gegner bewerfen können. Aber nur einmalig. Wow. Nehmt nun die Waffen, die ihr wollt. Danke, Presea. Ich leihe euch die Waffen nur, bis ihr bis ihr Metall gefunden habt, um eure eigenen zu kreieren. Cool. Die Waffen der Magic Knights werden aus dem legendären Metall Escudo erschaffen. Es passt. Was? Also, okay. Hä? Mit diesen Waffen kann man den Maschinen erwecken. Heieiei. Was noch? Wieder was Neues. Ich verstehe zwar nur Bahnhof, aber wir holen Escudo Metall. Viel Glück. Ihr findet es im Ursprung von Eterna. Niemand kehrte je von dort zurück. Doch ihr werdet siegen. Echt? Puh, puh. Nehmt Mokona mit euch. Man kann ihn in den Griff bekommen. Puh, puh. Puh, puh. Mokona folgt dir. Oh, bitte nicht. Los. Solange es kein Puh, puh macht. Und jetzt kommt Mokona auch noch. Ja, so, juhu. Voll die geile Gruppe. Um nach Eterna zu gelangen, müsst ihr durch den Wald der Stille. Dort könnt ihr keine Items oder Magie nutzen. Folgt nur Mokona. Danke für alles. Mokona, Mokona, Mokona. Keine Ahnung, egal. La Farga, deine Waffe ist fertiggestellt. Jetzt kann ich Zagato bekämpfen. Zagato? La Farga ist die Leibwache der Prinzessin Magic Knights. Vielen Dank, doch ich brauche eure Hilfe nicht, um Zagato den Gar auszumachen. Okay? Oh, ja, dann halt nett. Viro. Ich glaube kaum, dass er eine Chance gegen Zagato hat. Schade. Ja, lassen wir ihn einfach... Ey, dieses Spiel ist Hammer. Lassen wir ihn einfach gehen. Der wird schon sterben, aber... Ich habe wenigstens noch eine...